So, meine Lieben, heute mache ich eine Musterplatte für Lehmputz und ich habe gerade einen Lehmofen zu reparieren und auch einen neuen farbigen Anstrich dafür drauf machen. Und das Erste, was komisch, was ein Lehmofen kann man doch nicht malen. Doch, doch. Also zum einen die feinen Risse zum Beispiel kann man durchaus einfach nur mit nass reiben und das Schlemme wieder schließen. Und in meinem Fall sind es ein bisschen stärkere Risse. Die habe ich mit einem Grundputz verschlossen. Das heißt, ich mache es zuerst nass. Dann trage ich den Putz auf und verreibe das schön, dass es sich noch den schließt und eine einheitliche Oberfläche wieder gibt. So, und jetzt mache ich natürlich für andere Kunden aus meinem Restmaterial, wie gesagt, ich mache keine Werbung für ein Produkt oder für eine Marke oder für einen Namen, sondern es geht um Lehmputz. Lehmputz kann man mitunter selber machen aus dem Boden, wenn man einen lehmigen Boden hat. Und dann versetzt man ihn noch mit anderen Materialien, zum Beispiel Sand und Stroh, Hanf